kann man immer brauchen. Ein Buchstabe hier und da, aber wir brauchen den Rest der Sprachscheibe. Ugh!
Wir sind hier fertig. Fast. Wir brauchen die restlichen Teile der Sprachscheibe. Sieh her. Ja, Vater. Hey, noch eine Schatzkarte.
Lasso! Tritt mir gegenüber, Gott des Donners! Deine Kampfansagen bedeuten den Göttern nichts, Geist. Sie hören nicht zu. Verspotte meinen Rachewunsch nicht. Meine Familie betete Thor an, doch ich will seinen Untergang. Beginnend mit der Statue über dem Grab meines Vaters. Unwahrscheinlich. Du bist tot. Gibt es was, das wir tun können? Natürlich gegen eine Belohnung. Wenn ihr die Statue zerstört, habt ihr meinen Segen, das Grab meines Vaters zu plündern. Er ruht auf einer Insel im Osten. Warum hast du Thor so sehr? Nach dem Tod meines Vaters errichtete meine Mutter die Statue über seinem Grab. Überraschenderweise sprach uns Thor persönlich sein Beileid aus. Zuerst freuten wir uns, doch schon bald nutzte er unsere Gastfreundschaft aus. Meine Mutter bat ihn zu gehen, und Thor tötete sie im Rausch. Mir blieb alleine meine Trauer. Irgendwann verlor ich auch sie und fand an ihrer Stelle nur Wut. Das tut mir sehr leid. Komm, Junge, wir zerstören eine Statue. Das Grab meines Vaters liegt auf einer Insel im Osten. Verwechselt die Thor-Statue meiner Mutter nicht mit diesem monströsen Schandfleck im Süden. Das ist es! Sein Geist. Der, dessen Mutter von Thor umgebracht wurde. Was ist mit ihm? Zieh aus seiner Geschichte eine Lehre. Menschenleben bedeuten den Göttern nichts. Ich weiß, Vater. Du weißt. Aber hörst du auch zu? Ja. Gut. Sieh her. Ja. Vaetilgard, südlicher Außenposten des Zwergenkönigs. Zwergenkönig? Je von einem Zwergenkönig gehört? Nein. Also gut, was ist kaputt?
ordentlich rumhacken.